Das Langlaufen ist für mich der perfekte Ausgleich zu meinem Alltag im Hotel. Ich kann außen gehen, die Ski legen und losstarten. Die Saiser Alm ist ein einzigartiges Langlaufgebiet, denke ich, weil du kommst in so viele besondere Plätze hin, die was Leih an die Langlaufer vorbehalten sein. Wir haben extrem schwere Loipen und zum Teil auch natürlich sehr einfache Loipen für die Anfänger. Und gerade der Wechsel zwischen schwer und weniger schwer ist brutal schön auf der Alm. Ich bin froh, dass unsere Eltern uns eigentlich schon als Kinder sehr nahegelegt haben, dass wir mit dem Langlaufen auch anfangen sollten. Und das haben wir auch gern getan. Und das haben wir bis heute beibehalten. Was ich die letzten Jahre sehr viel getan habe, ist eigenes Brot backen mit selber umgesetzten Sauerteig. Ich lege viel Wert darauf, dass das Brot wieder mehr geschätzt wird. Deswegen servieren wir es als Kellner einen Gast direkt außer und sagen dazu auch, welches Mehl da verarbeitet worden ist und welche Körner, welche Nüssen oder was auch immer, was ich in Brot innen tue. Und dadurch wird das Brot auch wieder viel mehr und viel bewusster genossen. Wir da ab und Ritsch halten sehr viel von einem klassischen Service, also so wie man es eigentlich in der Schule gelernt hat. Und auch wenn heutzutage viele ein bisschen von denen weggehen, viele einfacher machen, und mir es einfach da gern, wenn der Tischchen gedeckt ist, wenn man das Wasser eingeschenkt kriegt, das Brot serviert kriegt, das passende Glasel zum passenden Wein hat und alles schön harmonisch abläuft. Ich serviere unseren Gästen am liebsten die Produkte aus unserer Landwirtschaft, selbst erlegtes Wild und auch das hausgemachte Brot, weil es sind die Sachen, was uns ausmacht. Also ich tue gerne wandern, weil ich gerne in der Natur draußen bin. Gerade so gegen Nacht um, wenn immer so viele Leute umeinander sind. Wenn ich jemandem begegne, sind es meistens entweder die Nachbarin oder so, wie heute bei der Schwägerin begegnet. Da kann man dann wieder ratschen und das gefällt mir ganz gut. Ich gebe noch auch gerne in die Gäste meine Wandervorschläge, gebe ich gerne weiter. Oft auch, wenn sie eine kleine Runde machen wollen, kann man bei uns beim Haus rundherum, außen zum Steiger. Und das ist so eine schöne Nachmittagsrunde, die mache ich ja selber fast jeden Tag. Und ich ratsche auch gerne mit den Gästen wieder. Ich helfe auch ganz viel in der Küche mit, ich tue gerne kochen. Was ich am liebsten mache, sind die Knödel, die Speckknödel. Da ist mir wichtig, dass der Speck mit der Hand aufgeschnitten wird. Und ich mache es so, wie es meine Mama und meine Schwiegermutter mir gelernt haben. Und auch die Leberknödel verwenden wir überhaupt die Leber für unsere Rinder. Weil uns ist wichtig, dass das
authentisch ist, dass es für uns ist. Im Winter kümmern wir mich hauptsächlich um Schneeräumung, beim Haus umeinander, die Straße und ich walze die Pisten zu, Fußweg daher. Alles, was zum Hotel zuführt, mache ich. Das Schöne, was wir hier rum eigentlich, ist, dass wir von Schickhall raus gehen und sein auf der Leute. Wir können 80 Kilometer Leute hier machen, ohne ein Auto zu nehmen. Und das ist auch für unsere Gäste ein Traum. Es ist ein Traum, in so einer Gebirgslandschaft zu leben. Und es wird viele Orte geben, aber solche wie die Alpen sind ganz wenige.